Manchmal findet man auf Reisen interessante Motive, die man gerne fotografieren möchte. Leider passiert es aber oft, dass störende Elemente davor sind, die man nicht zur Seite stellen kann. Vor allem bei Sehenswürdigkeiten, Absperrungen, Leitungen, Schilder, Straßenlaternen und so weiter. Dafür gibt es dann in der Bildbearbeitung die Möglichkeit, solche Sachen nachträglich zu entfernen. Aber Achtung, diese Möglichkeit funktioniert leider nicht immer und sie kann durchaus zeitintensiv werden. Worauf ihr schon beim Fotografieren achten solltet und was passiert, wenn die automatischen Tools versagen, zeige ich euch in diesem Video. Für unser heutiges Tutorial habe ich zwei Bilder vorbereitet. Zum einen mal dieses hier, das ist so ein typischer Schnappschuss, den man aus dem Bus macht, das ist die gläserne Manufaktur in Dresden, also die Rückseite davon. Die Vorderseite, da hatte ich schon mal ein riesiges Panorama gemacht, 2014. Und deswegen habe ich das letztes Jahr nicht nochmal von vorne fotografiert. Das Wetter war auch nicht so berauschend. Aber wir sind zufällig mit dem Bus vorbeigefahren. Von hinten habe ich mir gedacht, naja, machst mal ein Bild. Und jetzt habe ich natürlich das Problem, dass hier diese Laterne, ja, die stört. So, und die muss jetzt weg. Und da habe ich mal eine einfache Variante, die sehr schnell geht. Und für die Leute, die sagen, ich bin ein Verfechter von gut genug, ist das vielleicht eine Möglichkeit, wo sie sagen, okay, zack, und weg ist sie. Kann man es noch machen, dann ist das eine Aktion von ein paar Sekunden und das Bild ist bearbeitet. Für diejenigen, die aber sagen, was mir hier jetzt nicht gefällt, das ist zum Beispiel das, was das Werkzeug hier macht. Das komme ich gleich zu sprechen auf das Werkzeug. Ja. Ich möchte es schon schöner und genauer haben. Für die haben wir dann diese Variante und auf die werden wir auch eingehen. So. Meine Bearbeitung schalte ich mal weg und mach mal das so in der ersten Variante, die schnelle und einfache Methode. Also es ist schon so, die Frage stellt sich immer, was mache ich mit dem Bild hinterher? Also wenn das nur dafür da ist, dass ich es dann bei Facebook oder bei Instagram hochlade, dann ist gut genug, ja? Also da jetzt noch zusätzlich Arbeit zu investieren, um irgendwelche kleinen Linien, die dann kein Mensch sieht, zu korrigieren. Gut, muss jeder selbst entscheiden. Also, wir verwenden hierfür das Bereichsreparaturwerkzeug. Stellen den Pinsel ein. Alt, rechte Maustaste, die Größe anpassen. Die Härte etwa so bei 50-60%. Und entfernen mal oben den Lampenkopf. Fahren wir einfach drüber, brauchen nichts auswählen oder irgendwas machen und schon ist der Kopf weg und ersetzt durch noch was Hässlicheres. Aber das geht ja weiter. Wir machen dann hier runter den Strich mal so weit. Ah, und jetzt hat er gemerkt, was wir wollen. Wir wollen, dass die Laterne insgesamt weg ist. So, jetzt den Pinsel kleiner machen und einfach hier ansetzen und runter, bis wir unten ankommen. Zack, weg ist sie. So, wie gesagt, wenn das reicht für Instagram, für Facebook, wo die Bildschirme und die Auflösungen sehr klein sind, sind wir jetzt fertig. Wer sagt, damit bin ich nicht ganz zufrieden oder das größer braucht oder auf dem Monitor sich anschauen möchte oder einfach Spaß daran hat, etwas sauber zu entfernen, für den geht es jetzt ein bisschen weiter. So, was wir hier genau erkennen können, wenn wir ein bisschen reinzoomen, sind mehrere Probleme. Zum einen mal hier unten, wo die Laterne war, an der Stelle, sind Fehler. Und was noch gravierender ist, hier in der Fensterfront sind Fehler. Also die unten am Bürgersteig, die wissen wir, weil wir es wissen. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand sieht, kann man aber auch noch korrigieren.
Aber hier oben im Fenster, das ist schon recht offensichtlich hier. Ja. Ich habe probiert, mit diesen Werkzeugen das zu entfernen, beziehungsweise zu korrigieren. Es funktioniert einfach nicht. Also wenn ich hier jetzt irgendwo draufklicke, zack, ja, also es wird nur schlimmer, aber nicht besser. So, rückgängig das Ganze. Und uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als einen anderen Bereich zu nehmen, drüber zu legen und eben auf diese Weise das Ganze zu patchen. Hierfür nehmen wir jetzt eine neue Ebene. Beziehungsweise zuerst wählen wir mal den Bereich aus, den wir brauchen. Dazu nehmen wir das Polygon-Lasso-Werkzeug. Dieses hier. Dann schauen wir uns mal an, was ist hier in dem Sinn defekt oder was wollen wir korrigieren. Na, ich habe es hier auch ein bisschen grob ausgewählt, das Ganze. Das ist natürlich jetzt schwierig, weil es hier ein bisschen anders aussieht. Nur, wer weiß das, ne? Also 1, 2, 3, also 3 Reihen würde ich auf jeden Fall mal korrigieren. Und das heißt, wir brauchen 3 Reihen, die in Ordnung sind. So, das machen wir so nah wie möglich an dem ganzen Ding dran, weil wir sehen ja hier, die Perspektive läuft hier runter, ne? Und das wird uns sowieso noch Schwierigkeiten bereiten in der Nachbearbeitung. Also fangen wir mal an. 1, 2, 3. Gehen wir so in die Mitte rein. Jetzt runter. Jetzt rechts rüber. So, das müsste reichen. Und schließen wir das Ding ab. So, mit der Tastenkombination Steuerung und J kriegen wir eine neue Ebene mit dieser Auswahl. Also wenn wir hier draufklicken, da ist dann nur das Fenster, das wir jetzt zum Reparieren verwenden wollen, da. Jetzt nehmen wir das Verschieben-Werkzeug und mit der Pfeiltaste können wir jetzt das Ganze darüber verschieben oder auch einfach mit der Maus nehmen und hier anpacken. So, jetzt sind wir natürlich unterhalb der Reparaturebene. Das geht nicht. Wir müssen natürlich drüber gehen. Und jetzt passen wir mal die oberste Linie hier oben, die oberste Linie, die passen wir jetzt mal an. Und mit Steuerung T gehen wir in die Transformation und machen mal das Ganze hier ein bisschen kleiner. Und von oben noch mal so ein bisschen, da muss man sich so reinmogeln in die ganze Geschichte. Und eigentlich ist das schon nicht so schlecht, was wir da gemacht haben. So, bestätigen wir das mal. Gut, hier oben stimmt es noch nicht ganz. Nochmal Steuerung T, bisschen rüber. Was wir auch noch machen können, ist dieses Gitterwerkzeug zu verwenden. Mit dem können wir an Stellen, wo es nicht ganz passt, mit der Maus korrigieren. Hier zum Beispiel. Hier würde ich es lassen, weil da haben wir noch ein anderes Problem. Da müssen wir mit dem Kopierstempel oder so drüber gehen. Und dann hier oben. Mit der Maus ist es immer nicht so ganz einfach. Mit dem Tablet ist es natürlich leichter. Mal sagen so. Okay, so lassen wir es mal. Was wir jetzt noch machen müssen, dass die Ränder nicht so deutlich sichtbar sind. Eine Ebenenmaske drauf. Dann mit B den Pinsel auswählen. Und schwarze Vordergrundfarbe ist schon ausgewählt. Dann schauen wir uns den Pinsel an. Der sollte ganz weich sein, also Härte 0. Und ja, etwa in der Größe, dass wir hier uns an die Seite rantasten. Und dann können wir, wenn wir die Shift-Taste drücken und unten nochmal klicken, ja, können
können wir quasi eine gerade Linie ziehen. So, das war natürlich zu viel. Gerne wieder rückgängig. Machen wir es punktuell. Ja. Also man sieht schon, mit solchen Glasfronten und geraden Elementen hat man seine Mühe. Jetzt gehe ich nochmal auf Ebene 3 zurück, hole mir den Kopierstempel. Und versuche hier zu korrigieren. So. Ja, also viel besser werden wir es nicht hinkriegen. Also man kann sich jetzt noch stundenlang damit beschäftigen, aber ich denke mal, besser als vorher ist es auf jeden Fall. Und wer nicht weiß, nach was er suchen muss, ja, würde ich mal sagen, ist es soweit in Ordnung. Wir machen jetzt auf der Reparaturebene noch weiter. Und zwar hier unten beim Bürgersteig. Auf 100%. Ziehen mal das Bild da rüber. Und dann schauen wir uns hier unten die Probleme an. So, also hier. Das hat schon mal nicht so gut funktioniert. Da gehen wir auch wieder mit dem Kopierstempel drüber. Zack. Zack. Okay. Und an der Stelle sieht man sehr deutlich, wo diese Laterne gestanden war. Pinsel etwas größer machen vielleicht. Und dann hier. Ein Stück ausbessern. Ja, jetzt würde ich sagen, soweit okay. Mit der Reparatur kann man leben. Das war das Original und so ist es jetzt. Ich denke, das sieht auf jeden Fall besser aus. Sicher, das ist jetzt nicht das Bild, was ich mir an die Wand hänge. Wäre dann schon eher sowas hier. Aber ja. Es ist halt eine Sehenswürdigkeit in Dresden und deswegen kann man das schon mal mitnehmen. Aber es ging ja ums Lernen, es ging darum, wie entferne ich solche Sachen. Und das wäre mal das erste Bild, mit dem wir das gemacht haben. Das ist jetzt unser zweites Bild, mit dem wir Dinge entfernen möchten. Das wurde aufgenommen in Kuba. Der Zug hatte früher die Zuckerernte transportiert und steht heute neben einem Zuckerrohrfeld als Denkmal und Attraktion für die Touristen. Und das Schlimme ist, es sah nicht so aus, sondern so. Leider sind rund um den Zug türkisfarbene Stahlpflöcke eingeschlagen, die eine Kette als Absperrung daran hatten. Die Kette hat offensichtlich eine neue Bestimmung gefunden, die Pflöcke leider nicht. Und somit bleibt mir nichts anderes übrig, als diese hier in Photoshop jetzt zu entfernen. Und ich habe jetzt dieses als zweites Bild ausgewählt, um andere Werkzeuge auch zu verwenden. Und dann probieren wir einfach mal, was wir hier erreichen können. So, ich habe hier meine Bearbeitung, mit der ich schon mal ein bisschen rumprobiert habe, in der Gruppe reingetan und mache die jetzt mal aus, weil wir neu anfangen. Wir arbeiten ja immer nicht destruktiv, das heißt, wir arbeiten nicht direkt auf der Hintergrundebene, sondern immer auf neuen Ebenen oder so. So, das erste, was ich jetzt machen möchte, ist mal ein anderes Tool zu verwenden. Also bei Reichs Reparaturpinsel hatten wir gerade mit dem Dresdenbild, würde ich gerne mal das Ausbessern-Werkzeug verwenden. Und dazu müssen wir auch wieder das Bild größer machen, neue Ebene erstellen. Und wichtig ist hier, inhaltsbasiert, also nicht normal, sondern inhaltsbasiert auswählen und hier alle Ebenen aufnehmen. Da kann man ruhig die Standardeinstellungen lassen. Also hier müssen wir jetzt drumherum. Der Maus, zack, und jetzt ziehen wir mal das Ding darüber.
Schauen, dass wir die Schienen einigermaßen sauber hinkriegen. Also die Richtung ist keine gute Richtung. Probieren wir es mal in der Richtung. Vielleicht, dass wir den Ring dann extra wegnehmen. So. So. Mit Steuerung D entfernen wir unser Werkzeug und schon sehen wir, wo die Grenzen dieses Tools sind. Also wir haben hier eine zweite Schwelle und ja, hier drin gerade Linien. Also das ist jetzt nicht unbedingt das, was ihm richtig Spaß macht. Ne? Aber im Großen und Ganzen sieht es gar nicht so schlecht aus, wenn ich das jetzt wegnehme. Ja, Steuerung 0. Fällt es vielleicht gar nicht so auf. Unten, das muss natürlich repariert werden. Aber das ist genau das Problem. Es wird immer gezeigt, wie toll diese Werkzeuge funktionieren. Aber anhand von Beispielen, die halt leicht sind für die KI. Und das zeige ich euch jetzt auch gleich mal hier. Hier drüben an der Stelle. Größer machen wieder. Und hier rein. Und jetzt probieren wir das an dieser Stelle nochmal. So, wieder unser Ausbessern Werkzeug. So. Mal hier herum. So, ganz grob. Und wenn ich jetzt hier das Ding rüberziehe, zack. Nahezu perfekt. Ja. Das sind einfach Strukturen im Hintergrund, mit dem dieses Tool halt wesentlich besser zurechtkommt. Ne? Es ist zwar noch nicht ganz perfekt, weil hier sieht man noch, dass das nicht ganz so sauber ist. Ja, gut, da gehe ich mit dem Kopierstempel drüber, über die kritischen Sachen hier. Da, zack, zack. Nehme ich von hier drüben was weg. Sieht so kein Mensch mehr. So, passt. Kann man nehmen. Hier haben wir eine Strukturwiederholung, sollte man vermeiden beim Aufnehmen vom Pinsel. Aber ich denke mal, das fällt hier kaum jemanden auf. So, das zweite, beim zweiten Stab werden wir auch wenig Probleme haben, denke ich mal. Probieren wir es gleich mal. Da können wir auch mal den Bereichsreparaturpinsel nochmal verwenden von vorhin. Und hier nochmal runter. Ja, besser. So, also mit solchen Strukturen im Hintergrund hat er im Großen und Ganzen wenig Probleme. Die Wiederholungen muss man natürlich noch korrigieren, aber ansonsten war es das eigentlich schon. Ne? Also Stempel, Kopierstempel hole ich mir hier und ziehe hier ein Stück runter. Hier von unten, ziehe es nach oben. Ja, und schon ist diese Wiederholung weg, die dem menschlichen Auge immer sofort auffällt. Ja, und jetzt bei 100% sieht man das nicht mehr. Aber wir haben richtig gesehen, hier bei solchen Strukturen wird es richtig schwierig und richtig kritisch wird es dann bei solchen Aktionen hier. Ja, wenn ich, Moment, größer, wenn ich jetzt hier hingehe und ich nehme wieder mein. Ja, eigentlich ist egal, kann den Bereichsreparaturpinsel nehmen, kein Werkzeug wird das sauber hinkriegen. Hier runterfahren. So. Und schon haben wir Riesenprobleme. Das Rad fehlt, die Schiene ist falsch, hier unten schneidet er ab. Also das funktioniert schlichtweg so nicht. Hier müssen wir dann wirklich mit anderen Werkzeugen ran. Macht das mal rückgängig. Nehmen wir mal den Reparaturpinsel. Der ähnelt dem Kopierstempel im Prinzip, hat aber den Vorteil, dass er das farblich anpasst ein bisschen. Ja. Also er ist der erweiterte Kopierstempel, wenn man so möchte. Und
Ich würde sagen, hier bei den Problemstellen aufnehmen, also hier muss man auch aufnehmen, wie beim Kopierstempel, die Stelle. Und dann, ja, sollte man auch eine nehmen, die vielleicht nicht eine Schraube hat, also eine Struktur, die man gleich wiedererkennt, wenn man sie getauscht hat. Ja, so. So. Und dann hier noch. Unten da sollte man die Härte vielleicht etwas erhöhen. Also 80%. Mach das nochmal rückgängig. Wähle mir nochmal. Hier das Teil aus. So. Ansetzen. Also ihr seht, das ist nicht einfach mehr. Und hier spätestens beim Rad wird er kläglich versagen, weil er nicht weiß, dass dahinter ein Rad ist. Ja. Also er dupliziert dann einfach irgendwas. Also das wird so nicht mehr funktionieren. Also hier müsste man dann aus einer anderen Stelle ein Rad kopieren, wieder einpatchen. Also im Prinzip das Gleiche, was wir mit der Glasfläche da gemacht haben bei der Dresdner Manufaktur. Aber auch hier gilt wieder, ich bin eigentlich der Verfechter von gut genug, wenn ich das nur für Facebook und so weiter haben will. Und ich habe dann so ein winzig kleines Bild mit, was weiß ich, 1000 Pixel, dann werde ich vielleicht solche Fehler gar nicht sehen. Ja? Also wenn ich das hier so klein mache, auf den ersten Blick, wem fällt das auf? Ne? Also das Rad wahrscheinlich schon hier unten, aber die anderen Fehler, könnte ich mir vorstellen, eher nicht. So, nochmal größer machen, hier hochziehen und ja, mit unserem Bereichsreparaturpinsel mache ich das auch noch weg und dann schauen wir, was er hier zusammenbringt. Ja, auch hier. Also sobald Strukturen im Hintergrund sind, können wir es eigentlich vergessen. Da funktionieren diese ganzen Tools nicht mehr richtig. Ja. Eine Möglichkeit, die man noch ausprobieren könnte, wo ich aber auch sehr skeptisch bin, ist, müssen wir jetzt auf die Hintergrundebene gehen, das Tool in Bearbeiten, inhaltsbasierte Füllung. Dazu müssen wir eine Auswahl machen. Da können wir so schön knapp rangehen mit dem Lasso-Tool, also mit dem Polygon-Lasso-Tool. Kann man natürlich auch Freihand machen, aber mit der Maus geht es immer nicht so gut. Also ich arbeite da sehr gerne mit diesem Polygon-Lasso, vor allem bei diesen geraden Strukturen wie so ein Stab hier. Jetzt gehen wir auf Bearbeiten und hier auf inhaltsbasierte Füllung und bekommen dieses Ergebnis. So, was ihr hier seht, ist, diese grüne Fläche zeigt an, wo er die Korrekturdaten herbezieht. Also hier oben ist es natürlich völlig überflüssig und ihr seht schon, es ist ja hier drin ein Minuszeichen und da kann ich jetzt, wenn ich mache das gleich größer, da kann ich jetzt das Zeug, wo er eh nichts suchen muss, kann ich ihm gleich wegnehmen. Und hier unten, ja, schwierig, ne? Also man sieht es hier schon, dass mit dem Rad, also mit Rädern hat das nicht so. Ne? Also das scheint recht problematisch zu sein. Da ziehe ich jetzt mal hier ein bisschen was ab. Aber das Rad wird nicht rund. Ne? Also die KI hat immer noch Grenzen. So, da habe ich zu viel abgezogen, weil hier unten die Struktur war gar nicht so schlecht jetzt. Man kann natürlich auch hier noch herumprobieren mit Farbanpassung. Skalieren ist bei manchen Sachen eine Option. Spiegeln kann manchmal positiv sein, in dem Fall leider nicht.
Also da ist ohne Spiegeln besser. Ihr seht ja hier immer die Vorschau. Also besser als so wird es nicht. Ja. Es ist besser als diese Pinseltools, also das muss man auf jeden Fall sagen. Und ich drücke jetzt mal OK, weil ich der Meinung bin, so lassen wir es mal. Und jetzt müsste ich von hier das Rad nehmen und dann irgendwie da drüber. Aber so richtig wird es wahrscheinlich nichts werden. Ne? Und hier stelle ich es mir noch viel schlimmer vor. Das probieren wir jetzt gleich mal. Also ich habe das jetzt mit diesem Werkzeug noch nicht probiert, weil der Unterschied zwischen den Werkzeugen ist jetzt nicht so dramatisch. Sie tun ja im Prinzip alle das Gleiche oder sie machen es auf jeden Fall sehr ähnlich. Und von daher, ja, sind natürlich auch die Ergebnisse sehr ähnlich. Klar, woher soll er wissen, was hinter dem grünen Fleck hier ist? Ne? Es ist sowieso schon erstaunlich, was er schafft, ne, wenn ich mir das ansehe. So schlecht ist es ja gar nicht für das, dass er es komplett frei erraten muss, was da passiert. Also diese Struktur hat er schon einmal nicht so schlecht erkannt. Ja. Und ja, hier schauen wir mal. Gehen wir auf Bearbeiten. Inhaltsbasierte Füllung. Halt. Wir müssen natürlich die richtige Ebene noch auswählen. Und ja, klar, das Rad fehlt. Ja. Ich weiß nicht wohin. Hier unten ist es nicht so schlecht, allerdings man sieht den Stein, den erkennt er schon nicht mehr. Ja, den schneidet er mal auch weg. Das ist relativ problemlos. Mit dem Kopierstempel kriege ich den wieder hin. Aber hier beim Rad dasselbe Problem. Ja. Auch hier können wir wieder skalieren, probieren, eventuell spiegeln, aber da weiß ich nicht, was besser ist. Ja. Drehungsanpassung. Ne, lieber nicht. Ausgabe neue Ebene, jawohl. Gut, auch hier wieder ist einiges abzuziehen, wo er gar nicht suchen braucht. Also das ist Nonsens hier oben. Manchmal wird das Ergebnis tatsächlich besser, wenn man die Dinge, wo garantiert nichts zu finden ist, ihm gleich wegnimmt. Ja. Naja, war fast besser so. Ja. Könnte man vielleicht sogar noch ein bisschen was dazu tun wieder. Nee, wird nicht besser. Ja. Also das ist jetzt mit dieser Automatik das beste Ergebnis, das wir erzielen. Den Rest müssen wir dann wirklich ja, mit Kopierstempel und Patch-Tool machen. Wie eingangs erwähnt, ist es so, dass ihr schon beim Fotografieren wirklich darauf achten müsst, solche Fehler zu vermeiden, sofern sie zu vermeiden sind. Ich meine, in diesem Fall haben wir natürlich wenig bis keine Chance. Ich kann diesen Zug nicht fotografieren, ohne dass diese Pflöcke hier im Weg sind. Punkt aus. Also da ist halt nichts zu machen. Aber zum Beispiel eine Laterne, wenn ich jetzt zu Fuß unterwegs bin, da kann ich eine andere Perspektive suchen, näher rangehen und dafür ein Weitwinkelobjektiv verwenden, dass ich es dann doch noch drauf kriege oder lieber Details des Objektes zu fotografieren, wo dann solche Probleme nicht da sind. Ja, vermeidet es, wenn es geht, und nicht im Hinterkopf haben, ja, das mache ich dann in Photoshop. Ihr seht, das hat alles Grenzen. Hier draußen kein Thema, mit solchen Strukturen kommt die AI relativ gut klar, aber wenn im Hintergrund richtig Strukturen sind, ihr habt es gesehen, das wird tendenziell eher nichts. Und das artet dann in Arbeit aus und das sieht zum Beispiel dann so aus. Also hier habe ich dann hier hinten das Rad eingefügt und, und. Ne? Also ich habe an einer anderen Stelle das Rad geholt und dann da drüben eingefügt und dass man, ja, dass es halt wieder wie ein Rad aussieht. Und auch hier diese ganzen Steine, das muss man alles manuell machen und da sitzt man wirklich. Und dann ist die Frage, ist es das wert? Dann ist es mit Sicherheit einfacher, vorher schon beim Fotografieren zu sagen, hey, das machen wir anders. Ne?
Hier zum Beispiel solche Sachen. Das geht relativ einfach. Das sollte die AI auch problemlos machen können. Wartet mal, das probieren wir gleich nochmal. Ja, also solche Sachen, das geht relativ gut mit diesen Werkzeugen. Gehen wir nochmal auf den hier. Den machen wir auch schön klein. So. Dann mal hier lang, jawohl. Also ihr seht, das ist anscheinend eine relativ leichte Übung. Ich kann bloß mit der Maus nicht so schön eine gerade Linie ziehen. So schräg. Ihr könnt übrigens mit der Taste R und der linken Maustaste das Bild so drehen, wie es, dass ihr euch da leichter tut. Ne? Das ist auch nur für die Ansicht, diese Drehung. Also das ist keine permanente Einstellung, die dann bleibt. Aber mit der Maus von oben nach unten ziehen ist natürlich wesentlich leichter als so halb schräg rüber. Ja. So. Da müssen wir ein bisschen kleiner machen. Oder wer hat mit einem Digitalisiertablett, mit dem Stift, geht es natürlich auch wesentlich besser. Ja. Ich mache mal den Pinsel jetzt einfach größer. Hier noch ansetzen. Jawohl. Das beschleunigen wir jetzt einfach dann mal im Video, dass die da nicht zugucken müssen, wie ich da verzweifelt versuche, meine Linie zu treffen. Das war's für heute. Ich glaube, ich habe euch gezeigt, wie man eben solche Dinge, solche störenden Elemente entfernen kann. Wir haben darüber nachgedacht, wie wir solche Fehler von vornherein vermeiden können, wenn es denn möglich ist, und wo die Grenzen auch dieser automatischen Tools einfach sind. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, über ein Abo sowieso und bis zum nächsten Mal.